Me llamo Ida. Oh, ich heiße Ida. Alemann. Und ich heiße Tonja. Ich bin in Kolumbien, in Bogotá, für 6 Monate, um Spanisch zu lernen und zu studieren in Deutschland. Für mich dasselbe. Ich besuche eine ganze Familie und möchte Spanisch lernen. Ich habe Nueva Lengua einfach durchs Internet gefunden, habe gegoogelt, was für Sprachschulen es in Bogotá gibt und habe Nueva Lengua gefunden und es hat sich alles super angehört und deshalb habe ich mich für die Schule entschieden. Ich auch. Ich wollte vor allem auch Spanisch lernen und reinkommen. Genau. Also am meisten hat mir das Grab-Ding gefallen, obwohl ich am Anfang Angst hatte, aber ja, die Leute sind einfach mega cool. Ja, genau. Und also ich finde auch, wir sind ja hier in so einer Finca und das gefällt mir mega gut, weil wir hier mitten in der Natur sind mit einem schönen Wasserfall im Hintergrund. Es ist einfach unglaublich schön, mega gutes Wetter, super lustige Leute und sehr schöne Aktivitäten und das alles zu einem sehr guten Preis. Deshalb bin ich sehr froh, dass ich diese Aktivität gemacht habe. Also ich würde direkt auf jeden Fall die Sprachschule weiterempfehlen für alle Leute, die Spanisch lernen wollen, für alle Leute, die viele Möglichkeiten haben wollen. Es gibt super viele Aktivitäten in der Sprachschule, die man nach dem Unterricht noch machen kann. Deshalb, das ist super toll, die Professoren sind alle super und einem wird total geholfen. Als ich mein Visum beantragt habe, haben die mir in der Schule alle geholfen und haben mir gezeigt, was ich machen muss, wo ich hin muss, wie man bezahlen muss. Also ich würde auf jeden Fall, wenn man Lust hat, Spanisch zu lernen und wenn man Lust hat, auch wirklich die Kultur der Stadt, in der man ist, zu erleben, dann ist Nueva Lengua der richtige Ort. Und das Wichtigste ist halt auch, dass man Leute von der ganzen Welt kennenlernt. Also man kann eigentlich alleine reisen, aber man wird 1000 Leute kennenlernen und nicht quasi alleine bleiben. Das ist das, ja, das, genau, Wichtigste. Viele, viele neue Freunde überall auf der Welt. Okay. Entonces, cuando llegué a Bogotá, yo no hablé nunca de español, pero ahora yo creo que es posible para mí tener una gran conversación, ¿sí? Una conversación grande, y por eso es muy bueno para mí, porque mis profesores siempre dijeron como tú puedes hablar y no importa si tú haces errores, solamente hablar es lo más importante y por eso yo creo que en el comienzo estaba un poco tímido cuando hablé español, pero ahora soy más selbstbewusst. Tengo más confianza. Sí, ahora hablo con más confianza. Y sí, yo creo que es porque siempre también mis profesores, cuando yo hablé en inglés o alemán en las clases, siempre mis profesores dicen como no inglés, no alemán, yo no entiendo. Dice eso en español y sí, man wird gefordert. No sé cómo se dice eso, pero sí, yo creo que yo tenía un proceso grande y un proceso muy, muy bien. Sí. Sí, en los primeros días es un poco difícil, pero también como Billy dijo, Tonya, ahora hablas más. Sí, sí hay errores, pero en tu primera semana yo escuché nada. Sí, pero bueno, hay una buena atmósfera y la gente son amable y también sí, hay un como una buena, sí, atmósfera. Sí, es más fácil. Sí, es más fácil.